Willkommen zurück bei Bloodborne, liebe Freunde. Heute im 8. Stream aus der Reihe von wahrscheinlich noch ganz, ganz vielen Streams. Gestern 3 Bosse ja noch umgehauen, beziehungsweise im gestrigen Stream für euch auf YouTube hier in mehreren Parts. Nunmehr 11 Bosse down, sagte ich ja gerade schon. Ich war nochmal wieder farmen, hab die Blutsfiolen auf 99 wiedergebracht, genau wie die Bullets, damit wir heute nicht farmen müssen zwischendurch. Die Seelen, die dabei rausgekommen sind, habe ich in ein neues Gerät investiert. Hier in der Gerät. Ja, Gerät ist Klinge von Ludwig. Geklinge von Ludwig kann hier voll kaputt machen. Asaro, ich danke dir, mein Lieber. Fürs Follow. Ja, und das ist Gerät Ludwigs Klinge. Habe ich mal mitgenommen. Bisschen aufgewertet. Devil. Okay, dann hast du es klargestellt. Kein Devil. Sei gegrüßt und danke fürs Follow. Ja, wie gesagt, die habe ich aufgewertet. Sieht jetzt so aus. 160 Schaden, da noch ein paar Runen reingewuppelt. Inflame. Die Band ist cool. Da musst du auch cool sein. Danke fürs Follow. Ja, wie gesagt, aufgewertet, Runen reingewuppelt und insgesamt macht das Moped jetzt 310 Schaden. 268 macht unser lustiger Stock, obwohl der 2 Stufen höher aufgewertet ist. Wie gesagt, ich habe jetzt den Ludwigs Schwerter Dingsbooms auf plus 6 und den Stock auf plus 8. What the fuck? Genau, what the fuck. Mehr kann ich nämlich nicht aufwerten, weil mehr Brocken habe ich nicht. Die müssen wir uns erstmal zusammensuchen. Für dein beeindrucktes, schwieriges Wort, für deinen beeindruckenden Märtyrer-Vorskill von gestern. Weiter so, Sunbrofist von Gizelda Wiz. Ja, das Ding war wirklich der Typ. Der Bosskampf war richtig geil, Gizel. Genauso wie deine Spende. Ich danke dir, mein Lieber. Vielen Dank. So. Ja, was machen wir als erstes? Als erstes würde ich sagen, wurde mir irgendwo ein Blitzwauwau versprochen. Und zwar in einer Mühle. Und ich weiß nicht, was dieser Blitzwauwau ist. Das heißt, wir starten einmal im verbotenen Wald. Und ich brauche die Hilfe von demjenigen, welchen der mir ein Blitzwauwau versprochen hat. Was ich vorhabe, Blitzwauwau suchen, ein Dungeon wollen wir machen, Story weitermachen und ja, das Übliche. Also wie gesagt, einfach dann auch nachher nochmal die Story natürlich weitermachen. Das ist, denkst du heute an die Dungeons? Ja, ist glänzt. Das machen wir heute direkt nach diesem optionalen Ding jetzt hier. Wie gesagt, müssen wir halt schauen. Ja, ja, eure Ludwigsklinge ist viel besser als meine. Ihr seid ja auch alle schon weiter. Ich habe keine Brocken mehr. Ich kann ja gar nicht mehr aufwerten. Ich bin noch nicht in einem Gebiet, wo ich Brocken farmen kann. Sobald wir irgendwann mal in einem Gebiet über Mobs stolpern, die Brocken droppen. Toller Satz. Die Brocken droppen. Werde ich offscreen da farmen, bis ich Millionen von Brocken habe, dann kann ich ja darauf werten. Im Moment kann ich nicht, weil ich finde keine Brocken. So. Yassi. Und natürlich alle anderen auch. So, jetzt wurde irgendwo gesagt, hier ist die Bumsmühle und in dieser Bumsmühle oben gibt es Bumsgeräte. Und jetzt muss ich gleich auf den Chat gucken, weil ich weiß nicht, wie man hier hochkommen soll. Da, irgendwo oben? Das Schwert ist mehr Stärke, skaliert aber auch gut mit Dex. Kann ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Es skaliert mit B auf Stärke und mit C auf Dex. Also ich würde es fast sagen, es ist eine Quality Weapon. Weil du nicht nur einen Wert brauchst, du brauchst beide. Also von daher vor allem auch B auf Arkan. Die Waffe skaliert halt sehr gut mit allen drei Werten. Von daher ist es die erste Waffe, wo ich sagen würde, das ist eine klare Quality Waffe. Und Takeshi Gasesopfer, was trage ich für Klamotten? Das ist einmal der Gascoin-Hut und einmal das Henkers-Gewand. Genau, Henkersgewand heißt das. Das haben wir gestern in Castle Kanehurst gefunden. Und dort fand ich, sah ganz gut aus. Ja, lauf raus und schlag auf die Tür. Hä? Welche Tür? Welche Tür? Wo ist draußen eine Tür? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur irgendwo gelesen am Anfang, ich sollte irgendwo nach oben gehen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wo das sein soll. Ich tippe mal die zweite Mühle. Weil hier wird man wahrscheinlich nicht großartig hochkommen.
Oh, neues Schwert und Rüstung. Ist ja ganz schön was los gewesen. Ja, Nasty Girl. Na, ist wohl was Wahres dran. Denn tendenziell wäre meine Vermutung, dass es die zweite Mühle wäre. Wie gesagt, vor allen Dingen auch mal an die Mods. Achtet mal auf die Aussagen, wenn mir geholfen wird, weil ich muss zwischendurch ja auch noch spielen. Dass ich jetzt die Wegbeschreibung nicht verpasse, weil die darf mir ruhig gespoilert werden. Vor allem mit der riesigen Schwertschneide. Ja, die klippt leider. Germans, ich danke dir fürs Follow. Ja, die klippt leider unter dem Umhang. Das ist nicht ganz so schön. Aber naja, irgendwas ist ja immer. CPU-Freezer, auch dir, mein Lieber. Vielen Dank fürs Follow. Ich mach mal eben noch den Moped-Mann hier weg, der sich gerade hier noch transformiert. Und den ich gar nicht so schnell totkriege, was nicht so schön ist. Ah, ein bisschen unterschätzt, wie gesagt. Sorry, dass ich jetzt gerade ein Follow übersehen habe. Die Torma, dir auch und den, der ja vorgefollowt hat. Denkerklamotten, aber Ludwigs besser habe ich bereits. Ja, wie gesagt, Ludwigs, wie gesagt, scheint echt eine gute Quality-Weapon zu sein. Dingo! Und Alter, was ist schon wieder los? Ist ja unglaublich. Ich bin doch nur hier in der Mühle und suche gerade einen Mob, der mir versprochen wurde, wo ich nicht weiß, wo der sein soll. Ich habe keine Ahnung, wie man hier in irgendeiner Klamotte hochkommt. Irgendwie muss man hier hochkommen. Aber ich weiß nicht, wie. Verdammter Fluch! Wir wissen, wer schuld ist. Wir wissen es ganz genau. Er steckt das kleine Schwert in das große, das ist richtig, genau. Wir könnten eventuell von hier durchkommen. Das war der einzige Weg, den wir uns hier noch nicht angesehen haben. Wenn es hier nämlich weitergeht. Aber das sieht nicht so aus, oder? Aber hier geht's auch nicht weiter. Aber hier ist noch Loot. Haben wir 4 Bestientabletten. Weil hier sind wir letztes Mal gestorben. Deswegen hatten wir uns hier gar nicht mehr großartig umgesehen. Okay, ich muss mich irgendwo fallen lassen. Und an der Außenwand entlang. Da soll dann irgendwo eine Leiter sein. Gut, das wird hier nicht sein, weil da ist nichts zum Runterdroppen. Hier bin ich auch falsch. Dann gucken wir doch nochmal den anderen Eingang. Aber wir reden hier von dieser Mühle, ja? Tendenziell. Nicht von der ersten Mühle. Nennen wir das nämlich mal Mühle Nummer 2. Schon mal nicht falsch aus. Das sieht schon mal grundsätzlich richtig aus. Okay. Achso, Blutsfiolen erreicht. Ja, dann machen wir nochmal hier Wuppdi und Schnuppdi und Schnuppdi und Wuppdi. Erstmal hier alles wieder aufbauen. So, wo sind wir hier jetzt überhaupt? Ja, auf jeden Fall hier waren wir definitiv noch nicht. Das heißt, da sind wir noch nicht lang gedroppt. Und dann können wir uns hier mal ganz fix umschauen. Wahrscheinlich brüche ich jetzt gleich hier die Hölle los. Sitze ich hier eigentlich in der Kamera? Ich weiß gar nicht, sitze heute komisch, wa? Okay, wir können halt schon mal hier rüber. Ha! Oder? Ja, doch, wir kommen hier rüber. Ach du Kacke, Mann. Messer. Oh,
Da vorne liegt auch noch Loot. Da ist die Frage, was das ist. Aber das können wir uns, glaube ich, gleich dann nochmal holen. Gucken wir mal hier weiter. Zuckerreezy, ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Opa-Ratte. Der Opa von Papa-Ratte. Alter Schwede, danke schön fürs Follow, mein Lieber. Scheinprobleme. Dir auch natürlich. Vielen Dank fürs Follow. Wir gucken uns hier gerade in der Mühle um. Jetzt ist die Frage... Da ist der Bumsmob. Da waren wir unten, mehr oder minder. Das ist, was habe ich? Jetzt muss ich gerade lesen. Wen soll ich mitnehmen? Ich hätte den nicht angreifen sollen. Der Typ hat mich doch angegriffen. Er hat doch gar nichts gemacht. Fette Überwolf? Ja, hier ist nix. Nö, keine Ahnung. Hier liegt einfach nur eine Leiche. Und sonst ist hier nix. Keine Ahnung, ob ich vielleicht zu weit schon in der Story halt bin. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber wie gesagt, hier ist halt nix. Und ich hätte jetzt mit keinem, den ich gerade abgemurkselt habe, reden können. Von daher, weiß ich nicht. Event vielleicht nicht getriggert. Vielleicht hätte ich vorher NPCs irgendwo hinschicken müssen. Ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Holen wir uns halt nochmal hier den letzten Loot. Kanone. Was? Was? Ist das ja so ein Zauber? War das eine Waffe? Was ist das denn? Kanone. Große Schusswaffen. Prototyp von den Werkstattgetzern. Den Pulverfässern. Die Verwendung dieser Waffe entspricht dem Tragen einer Kanone, einschließlich dem unglaublichen Gewicht, dem heftigen Rückstoß und dem großen Verbrauch an Quecksilberkugeln. Diese Monstrosität war am Anfang zum Scheitern verurteilt und tatsächlich wurde die Entwicklung eingestellt. Doch gegen unglaublich große Feinde eignet es sich perfekt. Alter, das braucht 10 Kugeln mit einem Schuss. Ach, und ich kann es nicht tragen, weil es 30 Stärke braucht. Ja, holla die Waldfee. Ja, holla die Waldfee aber auch. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was ich hier jetzt nicht getriggert habe. Das können wir uns dann auch beim nächsten Durchgang halt anschauen. Wie gesagt, die ganzen Questlines auch mit dem NPCs habe ich jetzt nicht wirklich sonderlich verfolgt. Wir haben bis jetzt nur einen Eid. Wir sind nämlich hier, für alle, die es gestern eventuell nicht gesehen haben. Ne, hier kann ich das nicht gucken. Hier kann ich es gucken. Da oben rechts, die rechte Rune. Nato holt halt weiter. Wir sind jetzt im Eid der Ekelblüter. Und müssen irgendwie blutige Samen für unseren Eid suchen im PvP. Ich habe keine Ahnung, was das ist, warum wir das machen müssen. Wir machen das halt einfach mal. Weil cool oder so. Naja, zumindest haben wir eine Rune bekommen. Schon mal nicht ganz falsch. Wo muss ich jetzt hin zurück? Ich glaube hier, hier rum, darüber und da raus. Ja, ich könnte mich eigentlich auch wegporten, aber naja, egal. Komm, gehen wir einfach zum Leuchtfeuer. Nee, da bin ich falsch. Das ist der Shortcut in die andere Richtung. Da muss ich raus. Ja, die NPCs, Rock'n'Roller, prinzipiell braucht man die nicht, aber halt die Storylines einmal mitmachen, gucken, vielleicht gibt's halt Gesten, vielleicht gibt's ein cooles Set. Sowas halt. Gab's ja in Dark Souls 2 halt auch. Wie gesagt, man musste die Lokativ-Quest ja im Endeffekt nur für die Platin-Trophäe machen. Ansonsten musste man's ja auch nicht machen. Das Set gab's halt auch und die Waffe, aber mehr halt nicht.
Hoffentlich mache ich mal ein Follower-Treffen. Ja, so ein Mini-Treffen ist ja schon auf dem Dampfer grillen und ich werde dann auch wahrscheinlich auf der Gamescom halt einen Termin mal nennen, wo man sich an irgendeinem Stand dementsprechend mal treffen kann. Da ist das Leuchtfeuer, hurra. Wo wohnt Sless eigentlich, fragt der gute Papa-Ratte. Genau, und der Eisentakus beantwortet die Frage umgehend und das ist auch richtig so. Born and raised in Gelsenkirchen. Ja, so sieht's aus. Von der Nutte gibt's eine Nabelschnur. Ja, wir haben, glaube ich, zwei Nabelschnuren bis jetzt, Mods. Einmal von Josefka und eine von dem alten Workshop. Da lag auch einer. Also wir haben im Moment zwei alte Nabelschnuren-Dinger. Ja, Fan-Follow, danke. Oh mein Gott. Wohin geht's jetzt? Ich würde sagen, wir gucken uns mal den dritten Dungeon hier an. Jetzt ist die Frage, welchen haben wir denn? Wir haben nämlich jetzt ja noch einen Kelch bekommen. Wir haben jetzt diesen hier, den wir noch nicht gespielt haben, den zentralen. Also die anderen habe ich noch offen, kann ich euch eben zeigen. Wir haben ganz am Anfang den ersten bekommen, den wir von der Blutbestie bekommen haben. Das pnumeranische Dingswumms-Labyrinth. Dann haben wir hier den... Da haben wir einen Kelch bekommen. Da haben wir das zweite Ding gespielt. Und da haben wir dann einen Kelch bekommen. Und zwar den zentralen Kelch. Und wir haben bekommen... Ja, diesen Leidens-Loran-Kelch. Den können wir aber noch nicht spielen, weil uns da Ritualblut und die Setzlinge fehlen. Und da ist die Frage, wo kriegen wir die denn her? Ritualblut und Setzlinge. Wir gucken einfach mal, ob man die hier kaufen könnte. Gegenstände erlangen. Ritualblut. Ja. Die würde es geben. Ich muss nur mal gucken, ob das da die richtigen waren. Und dann brauchen wir noch Setzlinge. Kaltblut-Blumensetzlinge. Alter Schwede. Kosten 2 Einsicht das Stück und wir brauchen, glaube ich, 6 oder so. Das heißt 2, 4, 6 Einsicht schon mal nur für die Setzlinge. Ich würde behaupten, wir spielen dann einfach nochmal den dritten Dungeon aus der Reihe des ersten Kelches. Und, gucken, ob es da dementsprechend die Materialien für den nächsten gibt. 30 Stärke wurde gefragt. Erstmal nicht. Ihr seht unten rechts jetzt ja meine... Ja doch, das seht ihr. Unten rechts seht ihr ja die Stats gerade. Ich werde erstmal Stärke auf 25 bringen und dann werde ich noch ein bisschen mehr in Blutfärbung skillen. Also 30, 25, 25, 25, 25 quasi. Erstmal so ein Quality-Build von allem ein bisschen. Also nichts jetzt wirklich maximiert oder so. Wie gesagt, schauen wir mal, wie wir damit durchkommen. Und den nächsten Char kann man dann halt eher Richtung Stärke, Dex oder Arcane oder Blutfärbung halt tatsächlich machen. 2301 Follower werden mir angezeigt. Alter Schwede. Follower-Hype hier. Ihr seid echt die geilsten Freunde. Wie gesagt, für die, die es interessiert, vor Bloodborne haben wir angefangen mit 1850. Das heißt, wir haben jetzt fast auf dem Weg zu 500 Follower in einer Woche mit Bloodborne. Alter Schwede, ey, ihr seid die geilsten. Ja, also ich sage jetzt einfach mal von der Logik, wir spielen einmal das mit dem etwas dickeren Ritualblut und gucken, was in diesem Zentral-Moped-Ding passiert. Wie gesagt, bei dem ersten haben wir das Blut für den zweiten bekommen und den Grabschimmel, dass wir den zweiten starten konnten. Und ja, vielleicht kriegen wir da jetzt halt Mats dann für den Dingsbums. So. Midjack, ganz klar Bloodborne. Dark Souls 2 war das schwächste Spiel aus der Reihe. Ganz klar, Bloodborne ist definitiv besser. Bloodborne ist so auf dem gleichen Niveau wie Dark Souls 1 und Demon's Souls, also Dark Souls 2 fällt leider ein bisschen ab. So, da jetzt hier keine Einsprüche kommen nach dem Motto, Alter, bist du verrückt, diesen Dungeon zu spielen, weil den kannst du dir sparen, der ist total scheiße, drücke ich jetzt einfach mal drauf, weil dann muss ich mir keine großartigen Mats kaufen. Und wir gucken einfach mal, was dieser zentrale Plumero-Kelch halt macht. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, drücke ich mal aufs Knöpfchen und sage, Ritual durchführen.
Kommt immer noch keine keine... Ja, dann machen wir das. Jawohl, ja, mach mal. Und dann... Zentrales pneumerisches Labyrinth. Ja, sicher, wie Blaze Maiden es sagt, der S2 ist immer noch gut. 500 mal besser als viele andere Spiele, aber für From Software-Verhältnisse ist es das Schlechteste. Es war halt kein Step Forward, wenn man so will, sondern eher zwei Schritte zurück. Ja, genau, Momoxia und Eisentarkus. Sowas habe ich jetzt erwartet, aber da kein Einspruch kommt. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Gol? Gol? Lotzelot? Nee, Gol? Lotzelot? Lotzelot? Dankeschön für komplizierte Namen. Und Follow. Torsmite ist einfacher. Das kann ich aussprechen. Und ich sage Dutz. Und Torsmite, dankeschön. Ja, dann... Den Spruch werde ich wohl nicht mehr loswerden. Nie im Leben. So, Fanfollow. Dankeschön. Oh mein Gott. Dann schauen wir uns hier mal um. Packen wir erstmal hier das Ding weg und gucken hier mal rein. In dem guten Dungeon. Ja, keine Ahnung. Die ersten beiden, die wir gespielt haben, waren vom Level recht leicht. Da waren wir schon deutlich über Level. Dutz. Jetzt ist die Frage, wie die halt irgendwann mitskalieren, ob sie schwieriger werden oder ob sie sogar zu stark werden. Das kann halt alles passieren, aber wir schauen mal. Na, das geht. Das ist jetzt nicht, ne? So quasi. So, die Tür müssen wir erstmal öffnen. Das heißt, da ist ein Weg. Ui, der Damage ist real. Also Schaden machen sie schon mal. Da oben ist der Summoner. Das heißt, wir müssen mal Richtung Summoner sprinten. Eventuell hier ist da noch was. Da sehe ich nichts. Wir machen den Summoner zuerst. Da oben ist ein Feuermoped-Mann. Den ignorieren wir. Wir gehen zum Summoner. Und hätten den Feuermoped-Mann vielleicht doch nicht ignorieren sollen. Wo ist dieser Sack denn, der da runterwirft? Alter! Okay. Ich unterschätze den Dungeon nur gerade, weil die ersten so leicht waren. Sorry. Sollte man doch nicht tun. Sollte man nicht tun. Deutlich schwieriger als die ersten Dungeons. Ganz kurz mal auf das Spiel klarkommen. Chillen. Deutlich schwieriger als die ersten Dungeons. Hui. Deutlich. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Sagte ich schon, dass sie deutlich schwieriger sind? Ich glaube, das hat man gemerkt. Also ist nicht mehr a walk in the park wie die ersten beiden Dungeons. Na, da haben wir Loot. Molotov-Cocktail. Ja, zum Ablauf, wie üblich, bis ungefähr 12. Dann machen wir 15 Minuten Pause bis Viertel nach 12. Für alle, die sich da einen Snack machen wollen, irgendwie essen, rauchen, Pipi machen, Cola holen. Und dann machen wir wieder weiter bis 3. Wie gesagt, den Dungeon, wenn wir durchkommen, spielen wir bis zum Ende. Danach machen wir ein bisschen in der Story weiter und gucken uns um, wo wir überhaupt hin müssen, weil das wissen wir im Moment gar nicht. Da ist noch so ein Knüppelklausi. Hinter mir auch. Da ist einer nämlich im Nebel. Weg. Wo ist hier das Ding? Da ist er aber auch. Geh weg. Ich will was sehen hier. Da liegt Loot, den hole ich mir gleich. Keine Sorge. Machen wir erstmal hier ein bisschen Licht in den Nebel. Damit jetzt sich keine Gorillas mehr verstecken können. Da kann ich wieder nicht looten. Ja, auch nicht looten. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Monstermöpse. Oh, da ist noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich ja gar nicht gesehen.
Wo holen die ihre Brandbomben her? Ja, keine Ahnung, Devi, irgendwie aus der Tasche. Unlimited Supply. Das Lustige ist, die haben gar keine Taschen. Keine Ahnung, wo die die herholen. Das sieht hier aber schon mal irgendwie eher nach einer Trap aus, als nach allem anderen. Ah, hier gibt's immer Kugeln. Münzen. Da ist eine Tür. Müssen wir uns mal merken. Blutsfiolen. Giftige Monster-Ärsche. Die mit Giftpfeilen rumschmeißen. Natürlich, warum auch nicht. Würde ich auch machen. Hätte ich welche. Oder im Unlimited Supply. Habe ich aber nicht. Ah, da ist schon mal... Ninja Yosu. Danke fürs Follow, mein Lieber. Muss mal ganz kurz den einen Mobs mal hier wegmachen. Oh nein, da ist schon wieder Captain Säckchen, Mann. Jakobinus, dir auch. Ihr beiden, danke fürs Follow. Ah, der Säckchen, Mann. Die bursten bei... Weiß ich nicht, ey. Alter, der Schaden ist reales, reales Schaden. Oh Gott, ey. Der Schaden von diesen Mobsmännern. Dass ich die beiden habe, ist dumm. Na, das geht. So können wir mal miteinander ein Gespräch führen. Dann kann ich nämlich hier dich auch mal wegmachen. Blutsteinscherbe. Leider wieder nur eine normale. Und sorry, ich habe gerade ein Follow übersehen. Das war so lang, das konnte ich leider nicht lesen. Tut mir leid. Aber trotzdem danke fürs Follow. Da ist schon mal eine Kiste. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Kisten! Ritualblut. Ja, nehmen wir mit. Da ist nix. Da ist eventuell was. Das ist doch hier bestimmt auch ein Mob, oder? Kannst du mir noch nicht erzählen. Und ne, den Vater, den ich runtergekickt habe. Ich hab nichts gesagt. Gott, oh Gott, hier ist schon wieder so spannend. Wann fängt der heutige Stream eigentlich an? Abu, ich glaube, ich streame hier schon. Vielleicht solltet ihr es mal im Chat sagen. Oder es war eine Trollfrage. Da. Ah, das war der zweite Weg quasi. Das ist ein Rundgang. Okay, dann können wir zurück. Hoch. Und hier rum. Und die Tür aufmachen. Ah ja, da ist schon mal ein dicker Mobsmann. Und Hunde. Ich würde gerne erst die Hunde machen. Weil das sind immer die schlimmsten Mopeds. Deswegen. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Baubi. Baubi! Mistkrepelvieh. So, Ruhe im Puff. Und du bist da hinten auch am Hebel. Du bist der Hebelmann. Lass mich an den Hebel dran. Oh, scheiße. Du bist doch schon wieder so ein Vieh, weil ich wieder nicht mag. Hallöchen. Ha! Das ist mir schon sympathischer. Blutsfiolen sind voll. Ja, Moment, dann machen wir uns zuerst mal wieder Blutsbullets. Nehmen hier mal
Und genau, machen uns ein paar Blutsbuletten. Blutsbuletten. Alter, was sind das bitte? Blutsbuletten. Entriegelt. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden. Hier war ja sonst auch nichts, glaube ich, was hier noch interessant war. An Kisten und Kästen und überhaupt. Moment, wie war denn der schnellste Weg jetzt hier? Ich glaube hier rum, darum. Runter. Rum. Rundgang. Durchlaufen um die Kante. Und genau, hier ist der Weg. Boah, ich bin so gut. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Wann ist der Stream rum? Was? Hört auf zu trollen. Genießt lieber das Programm. Das ist ja unglaublich. So, ich hoffe jetzt... Oh ne, da ist erstmal ein Boss drin, wa? Jetzt kommt kein Leuchtfeuer. Ach du Scheiße. Moment, ich muss mal ganz kurz... Dankeschön fürs Follow. Ich glaube, vor der Boss-Time. Kirito, dir natürlich auch. Und wir gucken jetzt erstmal hier rein. Boss-Time in Dark... Bloodborne spielen wir, liebe Freunde. Wir ziehen mit Moserborst, unserem neuesten dankenswerten Follower, gegen die... Wie, was? Bestienbesessene Seele in die Schlacht. Was ist das für ein Wort? Bestienbesessene Seele. Und das ist ein neuer Dungeon-Boss. Das heißt, den haben wir noch nicht gesehen. Der scheint das Tracking zu verlieren. Das ist ein interessanter Boss. Weißt du, was ich jetzt mal ausprobiere? Ah, scheiße, ich habe keine... Nee, das brauche ich nicht machen. Lohnt sich nicht. Ich habe leider keine Glyphen gerade in meiner anderen Waffe drin. Weil der Rifle Spear hat eine unglaubliche Range. Ah, schade, versaut. Ich wollte Weapon swappen. Mal gucken, ob wir die Lost nochmal brechen können. Das wäre ja super Trollerlol. Das ist ja ein pumpsmäßig intelligentes Tier. Also ich glaube, man könnte ihn wirklich schießen. Also einfach mal hoffen, dass er sich da wieder hinstellt und nichts tut. Aua, ich hänge an der Katze. Ich hänge an der Kante hier. Ich komme nicht weg. Hallo. Dankeschön für weglassen. Wie oft haust du denn? Der hört ja gar nicht auf. Fünfmal? Auf jeden Fall oft. Okay. Echt komischer Boss. Okay, ja, da sollte ich mich vielleicht nicht reinstellen. Das wäre nicht so gut. What the fuck? Ich kann nicht locken. Ich schau gleich. What? Komischer Boss.
Also ich weiß nicht, ja, tut mir leid, aber irgendwie ist der Boss, gerade weil man ihn so abusen kann, eher richtig dumm. Ich weiß ja nicht, ob gleich noch was kommt. Aber so ist er ja richtig dumm. Naja gut, zu seiner Verteidigung, er kann halt auch durch die Wand hauen. Ja, ist okay, schön. Ja, komm nochmal wieder ein bisschen näher. Cheesy One. Ja, so fühle ich mich gerade. Danke fürs Wollen, mein Lieber. Und Oma Ratte. Dir auch. Vielen Dank fürs Follow. Yay! Yay! Hurra für Lame Boss. Ja. Yay! Aber nicht schön. Yay. Sorry. Ja, der war jetzt nicht so toll. Sorry. Das war, weiß ich nicht. Das war Dutz. Von wo bin ich gekommen? Ich bin von da gekommen. Bin hier rum und hier ist nix und wir müssen da lang. Ja. Danke für die Follower. Danke fürs GG und ja, sorry. Der ist irgendwie komisch. Ja, bei dem Boss hatten die Entwickler wohl keinen Bock mehr. Dass der das Tracking verliert. Also das ist komisch, dass du ihn halt backstabben kannst. Und dass er sich halt um die Wände... Also, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal eine Sache an. Wir hatten jetzt schon mal zwei Bosse, zwei identische Bosse. Wir hatten dieses Trio, was oben auf einer Plattform stand, was wir von unten wegschießen konnten. Super cheesy. Dann hatten wir das aber im anderen Raum und da war der Kampf schwierig. Wenn natürlich die Bosse zufällig in einen Raum gesetzt werden, stell dir einfach den Boss mal vor, wo keine Säulen sind. Dann wird es wahrscheinlich schwieriger. Ich glaube, wir hatten jetzt einfach nur Glück, dass gerade dieser Raum mit diesem Boss super einfach ist. Ich glaube, woanders kann er doch schwierig werden. Aber naja. Und was? Sergeant Robson? Alter Schwede, was geht denn hier ab? Danke, vielen lieben Dank, Markus, für alle Morphed-mäßigen Streams. Und auch ein Dank an die Community, die immer bei den Streams dabei ist. 8 Euro vom Sergeant stillgestanden Robin Robson. So viel. Ich danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, du kommst auch gut vorwärts. Warst ja gerade auf dem Weg zur Blutbestie. Hast du dir eigentlich Daumen gekriegt? Ich hoffe. Ja, danke schön, mein Lieber, für so viel. Unglaublich. Ja, es wird gefixt mit den durch Wänden hauen. Ich glaube da nicht dran. Das war in Demon's Souls, es war in Dark Souls, es war in Dark Souls 2. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass sie das nicht so in den Griff kriegen. So, zentrales plumeranisches Labyrinth, Stufe Nummer 2. Und bevor wir da reingehen, wir sind von da gekommen, gucken wir mal hier rein. Den gibt's nur in dem Raum, aber gut gedacht. Okay, Mosaboss, weil ich dachte, das wäre halt zufällig. Ja, dieses Trio hatten wir halt in zwei verschiedenen Räumen. Und beim ersten war es halt lol, weil wir die von unten wegschießen konnten. Und im zweiten Raum waren die nicht mehr lol. Was ist das denn hier? Skorpione! Thank you.
Okay, die machen Gift. Und ich mache mit dem Sprungangriff kaum Schaden. Weil wahrscheinlich gepanzert, wa? Kann das sein? Aua! Also die haben nicht viel Leben, aber man macht halt auch wenig Schaden. Aua, und die explodieren und machen da auch nochmal Giftschaden. Geht doch weg, ey, Mistkrebelviecher. LOL! LOL, schaut euch mal die Rüstung an. Nightfox, ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Kommt euch die Rüstung irgendwo bekannt vor? Er sieht fast aus wie aus Trava, wa? Aus Demon's Souls, die Rüstung. Wie geil. Wie geil. Ich liebe solche Details. Sorry. An der Stelle, für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal gucken und denken, was spiele ich hier gerade. Ich bin auch so ein bisschen immer der, der auf Detailverliebtheit guckt. Und auf solche Klamotten achtet. Au, was? Wo? Wer? Da kam ich her. Da geht's lang. Was? Deine, doch, deine Spende sehe ich, Skalis. Die ist jetzt hier, sehe ich die. Und zwar sehe ich von dir zumindest geschrieben, ich finde, für diesen schweren Boss hast du einfach eine Belohnung verdient. 3,50 Euro von Skalis. Wie hat Gustav das sagst? Keine Ahnung, ob es angezeigt wurde. Ich sehe es hier aber. Ich kann hier einmal ganz kurz... Kann ich scrollen? Ja, ich kann scrollen. Und... Ich sortiere das gerade mal nach. Ich glaube, Nuss-Nougat-Creme hatte ich nicht genannt. Kann das sein? Praise the Sun von Nuss-Nougat-Creme. Das kam wahrscheinlich auch nicht an. Oder ist untergegangen. Ich kann mich nicht erinnern. Praise the Sun auch zurück. Nuss-Nougat und Skalis. Sorry. Wenn das halt schnell hintereinander ist oder gerade doppelt, kommt das Ding manchmal nicht klar damit. Ist halt dumme Technik. Sorry an der Stelle, aber trotzdem danke für eure Unterstützung, Mann. So, was haben wir hier? Nix. Skorpione. Feuer. Ja, das fliegt doch ja alles in die Luft, ey. Ah, ich sollte da nicht reingehen, Mann. Die explodieren doch. So, da... Alter, natürlich explodieren die doch. Nicht, dass ich das gerade auch noch sage. Da ist natürlich auch Captain Brandbombenmann und der die auch dezent und gekonnt geschickt mit einem Wurf aus dem Handgelenk in die Luft jagen könnte. Hallöchen. Wir machen uns direkt mal hier rein. Und auch vielleicht wieder raus. Hallo, Ratte. Alter! What? 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 Nicht sterben! Was immer du bist! Geh! Geh einfach! Ich komm gleich wieder! Tschüss! Bitte jetzt keine Brandbombe auf meinen Kopf werfen! Was bist du für ein scheiß Pfostengerät? Alter, was ist das? Hätte ich erstmal hier von so einem Ding verspachtelt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll in diesem Dungeon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Liegen bleiben. Ah, kommst du denn her?
Na gut, viel mehr gibt es nicht, außer diesen Weg hier. Wir sind alle traurig, dass ich morgen nicht streame. Ja, aber ich brauche mal einen Tag Pause. Ich streame jetzt 8 Tage in Folge. Das ist, ich würde und will und ach alles, aber geht halt nicht. Ich glaube... Na komm, wir looten ganz fix. Bevor der Mopedmann kommt. Bevor der Mopedmann kommt. Der Mopedmann kommt. Der Mopedmann kommt. Die Moped-Armee kommt. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder 2. Der Kruse. Danke für deinen Follow, mein Lieber. Mutzbraten. Der Kruse und Mutzbraten. Ihr 2. Dankeschön. Gerade hier im Dungeon, wo ich Hunde höre. Who let the dogs out? Sind die hier hinter? Wo sind die denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die sind. Irgendwo hier. Hier? Ich will es doch gar nicht wissen. Da oben vielleicht. Die Frage ist, wo... Ist das ein Shortcut? Achso, ja, hier komme ich gar nicht hin. Ja, ich kann die Wand nicht hochlaufen. Verstehe ich. Na dann, bleibt ja nicht viel. Feierabend, Streamer. Dankeschön. Ja, ich streame auch immer erst am Feierabend, deswegen streame ich auch immer erst so spät. Viel früher kann ich halt leider nicht, so bedienen wir mal Gerät. Immerhin. Gucken wir nochmal hier rein. Wie ist passiert? Was Geiles. Ja, guten Hunger. Ah, hier sind ganz viele Mobs. Aber richtig viele. Oh, der Schaden ist reales. Mistmob. So, Doppel-K.O. Vielleicht kriege ich mal ein bisschen Leben. Ne, kriege ich nicht. Ach, verdammt. Oh, hallo. Eieieiei, ich hätte nicht gedacht, dass du durch diese dicke Bumstür passt. Ich bräuchte... Fuck. Das war jetzt nicht so geplant. Das war ganz und gar ungeplant. Ich muss mal ganz kurz... Wir sind da lang gegangen. Und sind dann den ganzen Weg lang gegangen. Ja, verdammt. Einmal zurück, bitte. Da hat er mich überrascht und ich konnte nicht mehr zurück. Mann, Mann, Mann. Dann hier lang. Da war die Brücke einfach zu Ende, beziehungsweise der Weg. Das war nicht so schön. Und so einen dicken Mobsmann da zu bekämpfen. Ei, wieso bist du denn jetzt hier? Alter, was bist du... Alter Schwede. Was bist du denn für ein Mob? Nein, den ich vielleicht nicht parieren kann, weil ich zu dumm bin. Vielleicht doch. Der Knüppelboy. Er gibt aber 3 Blutsviolen. Ich glaube, die habe ich auch alle für ihn gebraucht. Jetzt ist die Frage, war da oben was? Ja, da war eine Tür, ne? Dann wollte ich mich ja noch einmal kurz umgucken. Wir haben ja schon angefangen, den Weg frei zu machen. Und dann kam ja hier Captain Bums Gerät. Der sieht süß aus. Ja, dann sind wir hier runtergeplumpst. Jetzt ist die Frage, was ist denn hier drin? Haben wir ja schon alles tot gemacht. Ich will eine Kiste. Ah! Eine Kiste, Kisten. Boah, ey, stirb doch mal. So, wo sind meine Reichtümer? Da ist ein Riesensarg. Aber erstmal machen wir hier noch das Ding hier weg. Du störst mich beim Looten.
sonst noch was? Irgendwas hier, was wieder von der Decke runterpollert. Da ist noch so ein Gerät. Gerät, geh weg machen. Reichtümer, Loot, Beute in den Sarg sagen. Ist das sowas wie der Kelch des Zimmermanns? Hintergrabkelch. Ein Kelch, der einen Labyrinthziegel bricht. Hintergräber sind die Randkatakomben des alten Untergrundlabyrinths. Bis zum heutigen Tag erweitern die Wächter die Hintergräber, rücksichtslose Katakomben gefüllt mit Gräbern und dem Tod. Oh, da haben wir ja schon mal anscheinend jetzt hier noch so ein Ding, was wir dann in den nächsten Streams spielen werden. Oh mein Gott. Mein Mauszeiger. Ja, stimmt. Der ist jetzt weg, der Mauszeiger. Sorry. So. Moment, da war ja. Genau. Ganz kurz. Jetzt. Das meine ich. Guckst du einmal auf den Chat, drehst dich um. Zack. Weg, weg. Weg, weg. Verlaufen. Ja, wir müssen da unten lang. Wir müssen da unten lang, du dai. Ah, ja komm, da kann ich runterspringen. So, dann haben wir hier noch Captain Blitz. Brandbombenmann. Wollte eher sagen Gift, nicht Blitz, aber naja, egal. Ich stream morgen. Ja, ich nicht. Außer du kommst morgen nochmal. Ich stream morgen, dann stream ich morgen. Aber ich stream übermorgen. Danke fürs Follow. Und der Scout. Scoutet einfach mal, wie viele Türen hier sind. Moment mal, Scout, ich danke dir. Gehen die alle auf, oder was? Ne, die nicht. Da ist du. Da ist du. Da ist du. Da ist nix. Okay, wir haben doch nicht so viele Türen, wie ich anfangs sagte, weil eigentlich haben wir gar keine Türen. Was hat mir das jetzt hier gebracht? Das war der Bossraumkampf, Oberrang-Ding. Also da unten haben wir, glaube ich, gerade gegen das Werwölfchen gekämpft. Die Frage ist, was bringt uns jetzt hier oben zu sein? Außer, dass man halt sagt, ich war hier schon. Hier ist ja nichts. Komisch im Sinne von besonders. Ah! Ja, egal. Egal. Wir kamen von hier, haben die Tür aufgemacht und gingen nach dort. Gingen nach dort und dann würde ich sagen, waren wir dort fertig. Jetzt war hier irgendwo ein Aufzug? Nein. Dann machen wir das Ding hier mal auf. So, dann machen wir hier mal Dutzgerät. Dutz. So, da haben wir die nächste Tür. Ja, Mann, ey. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es halt verschiedene Ebenen und Zwischenebenen. In den Zwischenebenen kann man halt irgendwie so die Zeug für die Dungeons bekommen. Und im eigentlichen Dungeon geht es halt darum, ja, quasi zum Boss zu kommen, wenn ich das so richtig verstehe. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hergekommen bin. Da bin ich hergekommen und hier gibt es zwei...